Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Tag, meine schönen Schritzack. Ronny ist hier am Start und ja, Mates, hat gesehen, letzte Video war das letzte Video von dem Part-Deal, wie auch immer. Heißt, ich habe also für und 206 neue Videos Kohle gekriegt. Wir haben aber noch die 300 vom alten Deal. Also der alte Deal, müsst ihr vorstellen, haben wir glaube ich auch mit 1200 gestartet, oder? Müsste ich nochmal nachgucken, haben wir auf jeden Fall ordentlich Minus gemacht. Das ist halt die Frage, sollen wir das mit draufpacken? Nee, ich würde sagen, wir merken uns die 300 mal und fangen mit den 1200 bzw. 1300 neu an. Wir haben hier auch durch dieses Neuaufladen, halt ultra geil, kriegen wir immer diese Spinnen. Und in diesen Spinnen kriegt man auch immer so 40 Dollar Skins oder sowas, ne? Ich weiß nicht, ob die das mit einberechnet haben, ne? Sag ich euch, wie es ist. Keine Ahnung, ob das gewollt ist, dass wenn man Sponsoring kriegt, dass man dann noch diese Gratis-Dinger kriegt. Wir gucken jetzt erstmal, was da rauskommt. Gameblick ist natürlich auf 18, nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Und ich bin schon wieder krank. So, jetzt machen wir das mal auf. Wir zählen jetzt mal zusammen. 20 Cent ist natürlich Schmutz, ne? Aber muss ich von unten nach oben durcharbeiten. Das haben wir 2 Dollar gemacht. So, und jetzt kommen hier die dicken Dinger. Da haben wir insgesamt 8 Dollar gemacht. Ist bis jetzt noch nicht so der Wahnsinn. Aber kommen die Dinger, haben wir 36 Dollar, 60 Dollar, 93 Dollar, 127 Dollar, 160 Dollar. Schade, jetzt haben wir nicht mehr genug, aber wir hätten fast nochmal zum Aufmachen. Also 190 Dollar gratis auf die Möhre mit dazu bekommen. Gut, ist es auch nicht so viel, ist 10% vom Gesamtsponsoring, ne? Aber natürlich trotzdem nice to have. So, in diesem Sinne, 1300 Dollar haben wir wieder drauf. Ihr kennt das Spiel auf Keydrop. Auch wenn es diesen Deal katastrophal läuft, die letzten 2 Deals haben wir 6000 rausgeholt und beim ersten Mal 7000 rausgeholt. Von diesem Deal sind gefühlt schon 2400 weg. Und wir haben jetzt, das ist glaube ich auch das letzte, was wir haben hier für den Deal. Ich hoffe natürlich, da folgen noch Deals. Wenn ihr natürlich weiter die Videos enjoyen wollt und mir den Spaß weiterhin gönnen wollt und auch die Kohle gönnen wollt natürlich, dann immer gern kommentieren. Bei Keydrop so oder so wichtig. Es gibt immer 20 Dollar pro Video zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob ich es pro Video mache, 20 Dollar oder am Ende des Deals nachher ein Skin für 340 Dollar oder wie auch immer. Ne? Muss ich noch gucken, aber trotzdem ist jedes Kommentar unter jedem Keydrop-Video wichtig, nur einmal kommentieren, ein Entry. So, wenn wir jetzt hier 1300 haben, müssen wir eigentlich mal wieder die Lore-Case aufmachen. Mir gefällt es auch gar nicht, dass die hier so preislich runter sind. Ne? Die haben sich der Inflation ein bisschen angepasst. Inflation geht 10% hoch, die gehen 20% runter mit den Kistenpreisen. Natürlich marketingtechnisch clever. Die Frage ist, haben sich die Prozente hier verändert? Wenn das einer weiß, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob sich die Prozente hier verändert haben. Ne? Kann natürlich sein, dass wenn die hier runter sind, dass die auch ein bisschen schlechter geworden sind. Wir machen auf jeden Fall, wir kriegen es sogar dreimal hin, oder? Wir kriegen dreimal hin. Wir machen dreimal die Lore-Kiste auf. Die legendäre Lore-Kiste. Solange wir es uns noch leisten können. Och Mann. Mann, eins links oder eins rechts. 800. Oh, Alter. Bitte, hey, Keydrop. Bitte, wir haben das letzte Video 6000 gemacht. Und das davor haben wir auch Fair Profit gemacht. Und jetzt, oh nö, Digga, ey, das ist auch Katastrophe. Ah, okay. Ist sogar plus minus null. Hab nichts gesagt. Letzte Case. Bitte, 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 bitte. Oh nein, Digga. Zweimal das schlechteste Item, ey. Oh, zweimal das schlechteste Item, ey. Das ist wirklich ganz, ganz bitter. Das schmeckt mir überhaupt absolut gar nicht. Wo sind die Zeiten, wo wir hier einfach jetzt eine Fireswap draus gezogen haben? Wo sind die Zeiten, wo wir jetzt einfach hier Fireswap, zack. Oh, Alter. Ey, das ist aber wirklich zur Zeit auch wirklich zum Mäusemelken. Oh ja, komm, Hubble Fade. Hätte das geschmeckt. 52 Dollar, cool. Ist sogar Profit, oder? Machen wir nochmal. Ist sogar, glaube ich, ein bisschen Profit nach der Preissenkung. Früher hat die 69 gekostet. Oh, das ist halt echt gar nichts, ey. Das ist halt wirklich gar nichts. Ey, man muss irgendwie, komm, irgendwas muss doch jetzt laufen. Wir gucken erstmal, wie viel wir drin haben. 300, wie gesagt, noch vom letzten Deal. 1200, oh. Echt, hätten wir 1600, 400 Minus gemacht. Gott, ist nicht so gut. Obwohl wir ja noch die 200 Gratis-Dinger da gekriegt haben, ne? Am Ende des Tages sehr, sehr viel Minus. Komm, wir schnappen das mal und machen wirklich eine kleine Prozentchance. Wir suchen einen 400-Dollar-Skin. Die 400 Dollar müssen wir wieder ausgleichen. Komm, hier No Man Mai, Vanilla, das ist es.
Das tut's jetzt auch, Freunde. Da brauchen wir gar keine Angst haben. Aber, ach Mann, Alter, warum nicht die andere Seite genommen? Ey, es ist immer das Falsche. Gibt's doch nicht. So, nochmal. Wir versuchen es nochmal. Bleiben hart. Jetzt aber die Seite. Hätte ich die genommen, dann hätten wir es einfach gehabt. Ach Mann. Okay, jetzt komm, scheiß drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es dann heißt, Gomez ist wieder auf Fahrt. Los, Gomez. Oh. Na gut, in dem Sinne, haut rein, Spider-Man. Tschüss.